Ja, Freunde, willkommen zu Halo Infinite, ein Spiel, was eigentlich jetzt, glaube ich, erst in ein paar Wochen rauskommen sollte und auf einmal aus dem Nichts so ein bisschen dann kostenlos erschienen ist. Es gibt natürlich auch eine Vollversion, die man dann kaufen muss, aber man kann es kostenlos spielen. Sehr viele Leute haben schon Videos darüber gemacht und sehr viele Leute spielen das auch aktuell. Und ich habe nur Positives gehört. Ich habe in meinem Leben noch nie Halo gespielt und ich dachte mir, ich will es eh irgendwann mal testen. Warum dann nicht gleich auch einfach als YouTube-Video? Ihr könnt mir gerne mal einfach in die Kommentare schreiben, ob ich noch irgendwelche anderen Games einfach mal testen soll. Und ja, alle Leute, die eventuell schon ewig Halo gespielt haben oder sowas, nehmt es mir nicht übel, dass ich jetzt noch gar nichts über dieses Game weiß. Das hier ist das Hauptmenü, beziehungsweise so das Menü, wo ich jetzt hier alles einstellen kann. Und ich denke mal, wir gehen in den Multiplayer rein und werden hier erstmal Bot-Trainingslager spielen. Ne? Erstmal Halo und kurz mal gegen Bots testen, denke ich mal. Ja, an der Stelle, ne, ein Schluck Level Up, ihr wisst Bescheid, Black Week 2 für 1, beziehungsweise ihr bekommt sogar, glaube ich, wenn ihr euch 4 Dosen holt, sowieso 2 umsonst mit dem Rabattcode Stardust 2. Und ihr bekommt noch eine Dose obendrauf, weil ihr den Mindestbestellwert von 75 Euro erreicht habt. Es ist bekloppt, wirklich. Checkt es gerne mal ab, Link in der Videobeschreibung. So, und hier geht's jetzt los. Ach, man spielt das gar nicht alleine. Captain Dude ist dabei. Perfekt, Digga. Stylus COD. Ja, was anderes gab es leider nicht mehr zur Verfügung. Und Akrobat Zeus, der irgendwie schon einen Skin hat. Na gut. Okay. Schon ein bisschen was in Settings gemacht. Oh mein Gott, ist das slow. Das ist jetzt quasi gegen Bots hier, ne? Das ist Sprinten. Man kann auch ins Visier reingehen, aber man kommt nicht wirklich richtig in so ein Visier rein, sondern man zoomt quasi nur ein bisschen ran. Okay. Aber gibt es hier nicht... Ja, nice lag, Bro. Ich dachte, um ehrlich zu sein, hier gibt es so Double Jumps und sowas und so Thrust Jumps. Ich war mir ziemlich sicher, dass es hier sowas wie Thrust Jumps und Jetpacks und so gibt. Die ist ja Quatsch, die Waffe. Die ist ja unnormal Quatsch. Die hat ja auch unnormal niedrige Bullet Velocity und so nur. Hallo? Warum sollte ich das Teil spielen? Das macht ja keinen Schaden. Da macht ja die Pistole wahrscheinlich mehr Schaden. Okay. Ja. Es stellt sich heraus, ich muss noch einiges an Settings machen. So, ich glaube, ich habe jetzt alles einfach mal halbwegs eingestellt und ich suche jetzt einfach mal eine Runde. Und dann sehen wir uns gleich in-game. 50 Abschlüsse zum Sieg. Okay, das ist einfach nur TDM jetzt, ne? Das soll ich hinbekommen. Moin. Moin. Alle gefühlt hier Level 1. Keiner hat noch Skins. Okay, Master GPL scheinbar schon. Und er auch. Und die Charaktere sehen schon sehr wild aus, muss man sagen. So, ne? Wir sind Team Cobra. Okay. Let's go. Yibi. Kann man sliden? Ja, man kann sliden. Okay, sehr gut. Oh, das geht hier schnell los. Oh, okay. Ja, ich dachte, wir laufen jetzt erstmal 2-3 Meter, bevor es losgeht. Aber gut. Erster Gunfight und wir wissen mehr. Wir wissen auf jeden Fall mehr jetzt. Das ist eine sehr kleine Map, wie es scheint. Eine sehr, sehr kleine Map. Das ist der erste Kill. Okay, das Boxen ist insane stark. Man muss wirklich auf Close Range boxen. What the hell. Und man hat einen Respawn-Timer, der finde ich nicht sein müsste. Ich habe ja auch ein bisschen Splitgate gespielt, als es rauskam. Muss sagen, ich habe das eigentlich sehr gefeiert. Deshalb, vom Setting her finde ich das eigentlich ganz cool. Setting her finde ich das eigentlich wirklich ganz cool. Guck mal, die boxen sich hier wieder nur. Ja, diesmal nicht. Diesmal nicht. Ja, so nämlich nicht. So nämlich nicht. So, was sind hier eigentlich meine... Also eine Granate habe ich logischerweise zum Schmeißen. Was ist das? Was ist mein L2? Ich habe gar kein L2, oder? Ne, ich habe gar kein L2. Ich habe gar kein L2. Okay, Abfahrt. Ich glaube, da hat der Team jetzt sogar den Kill gemacht. Ah, okay, das Granate schmeißen ist schon sehr... In dem Gunfight sollte man es nicht machen. Good to know. Good to know. Und zwar hat hier aber jeder hat die gleiche Waffen hier, oder? Man hat jetzt hier keine Klassen, die man auswählen kann oder sonstiges. Ups. Aua. Unkorrekt. Ich check die Map noch nicht so ganz, muss ich sagen.
Man hat hier doch nicht so eine richtige Minimap, sondern einfach nur so eine halbe, sag ich mal. So eine Live-Bar vom Gegner wäre hier sehr, sehr geil. Der kann sich da nicht verstecken. Weg die Sau. Oh, oben spawnen die. Er boxt wieder. Oh mein Gott, er hat das so smart gemacht. Oh no. Aber wir haben es, glaube ich. Ich habe ihn, glaube ich, noch getötet, oder? Dieser Scav oder war das der von davor? Nee, das war der, den ich noch bekommen habe. Ich glaube, der links oben hat mich getötet. Ich weiß halt die Box-Range auch noch gar nicht. Ab wie viel Metern kann ich schon anfangen, hier Leute zu boxen? Man kann richtig weit sliden, sehe ich gerade. Je nachdem, von wie weit oben man, glaube ich, auch springt. Macht schon einen safe Unterschied auf. Den nehmen wir mit. Solange ich hier positiv aus einer Runde rausgehe, bin ich eigentlich recht zufrieden. Sag ich euch, wie es ist. Kann man auch klettern? Ja, okay. Der klettert automatisch. Good to know. Ich will auf jeden Fall noch so eine Objective Game Mode will ich auf jeden Fall noch spielen. Also einer, wo man irgendwie was einnehmen muss oder sowas auch. Gibt ja hier Capture the Flag und alles mögliche. Hab mich die Nate da noch gehittet von ihm. Unkorrekt. Sehr, sehr unkorrekt. Okay, von hier kommen ein paar Kollegen. Double Nate kann nicht schaden. Der Kollege weg. Der Kollege auch weg, ja. Und den... Ja, habe ich den geboxt bekommen? Ja, wir haben uns gegenseitig geboxt, was? Wir haben uns gegenseitig einfach einen reingehauen. Sehe ich irgendwo mein Ding? Okay, 10 zu 5 stehe ich. 2er KD, was denn? Hier gibt's so Safe Call, auch wieder ein Skill-Based Matchmaking. Du hast mich jetzt in meiner ersten Lobby beschützt und mich bald nicht mehr beschützt. Safe Call. Okay, F. Zu zweit. Die Time to Kill ist auch sehr, sehr hoch, aber sowas feiere ich eigentlich sehr an Spielen, weil dann braucht man mehr Skill, um einen Kill zu machen. Ist ja in COD sehr, sehr gering. Die Skill Gap immer. Da kann ja wirklich jeder gegen jeden einen Kill machen. Ist natürlich auch cool, so, ne? Aber Skill of the Game ist auch immer sehr, sehr nice. Oh, die ist unkorrekt, die Nate. Sag ich, wie es ist. Okay, der Kill wurde mir geklaut und der haut mir eine rein. Ja. Okay, das Boxen ist so stark! Aber ich glaube, ich kannte das mit dem Boxen. Ich glaube, das war etwas, daran kann ich so ein bisschen erinnern. Wo sieht man eigentlich den allgemeinen Score? Ah, unten. Okay, wir führen 33 zu 25. Es gibt hier Blumen, ne? Man schießt nicht komplett geradeaus. Sondern man schießt ungefähr halt in die Mitte des Fadenkreuzes, aber man hat auf jeden Fall Blumen. Die Schüsse gehen immer nicht immer genau an dieselbe Stelle, wie jetzt bei COD im Fadenkreuz. Beziehungsweise Vanguard hat ja auch Blumen. Aber so generell meine ich jetzt. So, da hoch. Ich glaube, das sniped irgendwie einer hinter mir oder so. Nate gar nicht so schlecht. Was ist das hier? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, dass der Gegner da drauf gelandet ist. Sagen wir es so. 11 zu 8 stehe ich auf einmal. Von einem 10 zu 5 auf einem 11 zu 8. Unkorrekt. Was ist das für eine Waffe? Easy Kills. Health Regeneration dauert auch eine Weile, würde ich einfach mal behaupten. Digga, meine Sens ist ultra niedrig. Ich bin so One-Hit. Ich glaube, man muss meine Sens noch ein Stückchen höher stellen. Nein. Ja. Ja. Mahan. Irgendwie treffe ich immer auf zwei Gegner gleichzeitig. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. 13 zu 9, Junge. Kackrunde hier. Kackrunde. Ich dachte, ich kann hier easy 2er KD spielen. Nee. Nicht gut gespielt, aber Hauptsache gewonnen. Aber so Objective würde mir schon, glaube ich, mehr... Also würde ich, glaube ich, fühlen. Objective. Irgendwas, wo man halt wirklich irgendwie einen Hardpoint halten muss oder sowas, wo richtig Action abgeht und nicht irgendwo random halt verteilt auf der Map alle Gegner sein können. Ist ein bisschen nicht so meins. Schlacht mit großen Teams. Ja komm, das machen wir mal. Wir gehen rein. Das scheint jetzt eine größere Map zu sein. Oh ja, mit richtig vielen Spielern hier auch. Krass. Okay, aber irgendwie ist das laggy. Okay, es ist laggy, weil ich auch echt sehr, sehr wenig FPS habe, wie ich hier gerade sehe. Und sehr schlechtes Aim, wie ich hier gerade sehe.
Glaube ich, muss meine Settings noch ein bisschen niedriger stellen. Ja, das ist doch schon smoother hier mit 100 plus FPS. Ja, das ist besser. Das ist besser, aber irgendwie leicht stottern tut es trotzdem. Obwohl das Game ja eigentlich nicht so geisteskrank viel Leistung brauchen sollte, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Und jetzt auch nicht so wunderschön aussieht. Dafür so wenig FPS. Hier gibt es auch Fahrzeuge und sowas, ne? Das ist geil. Wirklich ein Fahrzeug her. Ja, perfekt, Digga. Jetzt wäre ich hier von einem Fahrzeug gespawnt hab. Junge, übel geil. Ich will auch ein Fahrzeug haben. Wo gibt's die? Irgendwie. Merkt ihr das? Ich stehe und alles ist super. Und sobald ich anfange, mich zu drehen, fängt es hier an zu stottern. So, es ist echt ganz eklig. So. Lass mich doch noch ein bisschen rumfahren hier, Junge. Digga. Die Tagesschau postet den Koalitionsvertrag und wie die Aufgabenverteilung der Ministerien quasi sind zwischen ja, den Ampelparteien. Und einer kommentiert hier drunter, wer ist zuständig für die Verteidigung gegen die dunklen Künste? Okay, Punkte dreimal zum Sieg. Finde Energiekerne und bringe sie in deine Basis. Ah, so ein bisschen wie Capture the Flag halt, ne? Und das ist jetzt mein Squad hier wieder. Junge, alle haben irgendwie wieder Skins. Und der Trottel von Stylus hat einfach nur so einen grauen Blechanzug. Geil. Ja, okay, Abfahrt. Let's go, let's go, let's go. Was ist das? Keine Ahnung. Damit fahre ich auf jeden Fall jetzt erstmal durch die Gegend. Ah, nee, ich bin Schütze. Ah, ich bin Schütze, ne? Geil, beste Leben. Hoho, da sehe ich mich aber komplett jetzt. Junge, ich mein Kollege. Hallo? Ja, umdrehen. Und einsteigen, Kollege. Steig ein. Jawohl. Hey. Bruder, was? Das muss doch nicht sein. Lass mich doch auch mal ein bisschen schießen hier. Nur weil er wieder nicht fahren kann, Junge. Na gut, dann wird's halt das Ding. Kann man hier Sitzplatz wechseln? Nee, egal. Okay, ich kann genauso wenig fahren. Junge, man überschlägt sich ja geisteskrank easy hier. So. Ja, ach du Scheiße. Ich kann auch überhaupt nicht fahren. Wo habe ich meinen Führerschein gemacht? Yippie! Wo schießen die ganzen Leute hier hin? Warum sind hier so viele Teammates? Was schießt da auf mich? Auf die Range zu... Oh mein Gott, Digga. Meine Sense ist ja viel zu hoch für... Gunfights auf Range. Ja, wobei, eigentlich fühle ich das so ein bisschen. Ja, okay, nur ein Assist. In COD hätte ich jetzt hier genauso für einen Kill bekommen auf dem Scoreboard. Okay, da drüben geht's ab. So eine klassische Minimap würde ich schon sehr fühlen, sage ich euch, wie es ist. Kleiner Flank hier auf der Seite. Ich glaube nicht, dass ich den bekomme, oder? Das ist zu weit weg. Ja, das ist zu weit weg. Er ist sogar gequittet, glaube ich. Ich kotze alles voll. Den hier kriege ich aber. Das muss ein Easy Kill sein, ja. Okay, man hat gar nicht so viel Auswechselmuni. Okay, jetzt habe ich hier ein bisschen was aufgehoben. Jo, und weg. Das bringt gar nichts, das Geschütz. Das bringt gar nichts, vor allem dagegen zu fighten, sagen wir es so. Nehme ich mit. Ich glaube, meine Sensi ist viel zu hoch im Visier. Guck ich das mal an, auf Range ist das echt nicht hier einfach drauf zu bleiben. Junge, die Musik. Ja, nehme ich mit. Nimm mal mit. Partikelschwert. Oh, ich glaube, das ist ultra stark, oder? Okay, wenn ich sterbe, ist das nicht mehr stark. Hep. Ja, ich glaube, hier komme ich halt nicht auf Close Range, oder? Nee, hier komme ich. Oh, oh mein Gott. Okay, man hat kranke Dingreichweite. Nein, ich hätte den auch noch bekommen. Den hätte ich auch noch bekommen können. Jetzt läuft er mit diesem Schwert darum. Okay, das ist halt immer One-Hit, ne? Und es hat schon eine krasse Range. Aber wenn man halt gar nicht weiß, was für eine Range hat, man hat, dann ist das auch nicht so einfach. Aber die Map ist jetzt geil. Warte mal, ich will hier auch mal an dieses Geschütz dran. Oh, Baby. Anvisieren gehen damit nicht. Ja, man muss ein bisschen Bullet Velocity auch hier wieder mit eindingsen. Das bringt ihm nicht so viel, ne. Das bringt nur was, wenn hier jemand flankt oder bei uns halt schon im Spawn ist. Ich hätte halt wirklich gerne was sehr Präzises auf Range. Warum haben wir schon gewonnen? Wie schnell gehen die Runden hier vorbei? Hä?
5 Kills habe ich gemacht, die Runde. Digga, das ist ja unnummer schnell vorbei alles. Das ist ja unnormal schnell vorbei alles. Kann doch nicht sein. Ist das so gewollt, dass das so schnell vorbeigeht? Ich dachte, das sind so Matches, die dann irgendwie, keine Ahnung, 15, 20 Minuten gehen oder sowas. Das ging ja jetzt irgendwie 4 Minuten oder so maximal. Okay. Und hier spawnen wir auch. Die Frage ist, spawnt man immer mit der gleichen Waffe und du kannst quasi nur über diese Felder hier, das ist Capture Flag, okay, kann man sich andere Waffen holen? Ja, oder? Das scheint so zu funktionieren. Das hier? Ah ja, okay. Hier kann ich mir andere Waffen holen. Ah ja, die habe ich auch vorhin schon gespielt. Junge, dieses Umkippen ist so dumm, ne? Oh mein Gott, PP-Game. Was geht irgendwie mit der hier besser? Alter! Junge! Was geht hier ab? Die hat nur 12 Schuss. Why is this? Junge, was ist eine Action hier? Übel unübersichtlich. Ja, übel geil. PG-Aim, perfekt. Ein paar Nades. Ja, okay, jetzt pushen mich 100 Leute. Da machst du halt gar nichts. Da machst du nichts. Habe ich einen Kill gemacht? Ich habe einen, okay. Man weiß es irgendwie in dem Game nie so 100%. Aber Capture the Flag ist geil. Capture the Flag ist sehr geil. Das Auto scheint irgendwie schon kaputt zu sein. Miep, miep. Nee, das bringt nichts, hier mitzufahren. Gibt es hier irgendwelche schießenden Sachen oder gibt es da nichts? Das ist gut geparkt auf jeden Fall. Den, glaube ich, kriegen wir easy hier, ja. Beziehungsweise können wir mit assisten. Die Nades fliegen auch nicht so wirklich weit. So schon. Okay, das ist zumindest mal auf jeden Fall ein Kill gewesen. Yippie. Gott, okay, der Spawn ist halt aber echt tief hier, ne? Ah, easy kill. Da kommt wieder... Was ist das denn? Da kann ich nicht hin. Oh, ups. Und was ist das? Ah, das ist ein Schild. Ich werde überfahren. Oh, er wollte mich so überfahren. Habt ihr das gesehen? Er wollte mich so überfahren, der Eklige. Er wollte mich so überfahren. Der kommt jetzt hier links rum. Ja, told you. Du brauchst gar nicht wegzurennen. Du brauchst gar nicht wegzurennen hier. Ah, Teammate hat ihn. Schade. Ja, Munition, aber wieder aufgenommen. Beste Leben. Das wäre schon geil, wenn man hier ganz präzise sein könnte und hier nicht diesen Blumen hätte. So, Teammate hat die Flag. Das ist gut, das ist big. Er hat die Flag wieder weggeschmissen. Das ist nicht gut, das ist nicht big. Das ist eine Burstwaffe. Ich glaube, Burstwaffen sind im Game unnormal stark. Oh mein Gott, hat die Nate. Mozart, er heißt Mozart. Mein Gott, keiner weiß. Ich hätte auch gerne so ein Auto mit einem Geschütz hinten drauf. Das wäre übel geil gewesen, wenn ich damit vorher auch mal rumfahren hätte können dürfen. Hätte ich gefeiert. Hier, guck mal, sowas. Aber das spawnt hier nicht. Oder sowas, von mir aus auch. Ich will Auto fahren. Wie steht's denn hier eigentlich? 1-0 für uns, okay. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Team hier die Flag von dem Gegner holt. Auf Range ist die Empfindlichkeit echt scheiße, Mann. Auf Close Range geht's dafür. Oh, fast wieder überfahren worden hier an der Stelle. Kann ich den auch rausschießen oder mache ich da nur... Schmutz. Perfekt, Digga. Kriegt man hier eine Killcam? Nee, ne? Der fährt auf meiner Leiche rum, auch korrekt. Und alle Teammates fahren immer vor mir weg. Junge, wie viele Nades da geflogen kommen. Alter, das ist mit mir auch gerade passiert. Was hat der Kollege da? Superschild, okay. Bodenfahrzeug angefordert. Wir gehen mal hier mit dem Teammate lang. Das ist kaputt, perfekt. Was passiert da oben? What the hell is this? Das ist dieses fliegende... Wie so eine Killstreak einfach. Ich
glaube, ich bin zu sehr COD-Kiddy, um sowas zu enjoyen. Ich werde überfahren. Vor allem, hier sind auch so viele Fahrzeuge, die einfach in unseren Spawn kommen, ne? Einfach so in unseren Spawn reinkommen. Und dann halt immer 10 Sekunden auf einen Respawn zu warten, I don't know. Alter, was ein Outspawn hier. Richtig weit weg gespawnt von Gegnern, von unserer Basis. Voll weit vorne. Junge, Rico überfährt mich so geisteskrank. Leider kann man seine KD hier nicht sehen. Ich habe 3 Kills, Digga. Und irgendwie in 15 Minuten gefühlt. Das ist nicht gut. Nicht gut, diese. Ich glaube, Autos sind hier schon, also Fahrzeuge sind hier schon Meter, ne? Oh, nice Ultra-Lag. Ja, oder aus dem Spawn abgeaimt zu werden von der Burst-Waffe. Auch richtig nice. Mit der Waffe kann man halt irgendwie auch nicht so viel anstellen, gefühlt. Ich wurde gesniped. Von wo? Von da oben. Digga, ich will auch an solche Points, wo man snipen kann oder sonst irgendwas. Ich habe nur diese komische SMG, die keinen Schaden macht. Und dann werde ich gespawnt hier von irgendwelchen Fahrzeugen, die wir gefühlt einfach nicht haben. Ja, ja, ja. Nein, jetzt muss ich fahren, oder? Nee. Ich will eigentlich nicht fahren. Egal, komm, den überfahren wir. Nee. Jetzt ist, Digga, dieses... Die Steuerung von dem Fahrzeug auch sehr komisch irgendwie. Also auf Close kann man echt schwierig agieren, sag ich mal. Ja, perfekt. Aussteigen. Junge, Junge, Junge. Ja, nee, also ich sag's ja, wie es ist, das macht mir gerade keinen Spaß. Das macht mir gerade keinen Spaß. Vor allem, wenn man halt überhaupt nicht weiß, wo die ganzen Waffen sind und sowas. Ich glaube, das ist schon echt ein geiles Game, aber ich habe gerade so circa null Spaß. Aber ich glaube, wenn man sowas mit einem Team spielt, safe auch besser. Die habe ich da vorne nicht aufgehoben. Was ist das denn? Das ist ein Werfer. Oder sowas. Hä? Ist das eine Shotgun? Digga, ich check's nicht. Ich check's nicht. Gleich kommt ein Geschenk vom Himmel. Ein Geschenk vom Himmel. Okay. Ein Verbündeter hat unsere Flagge zurückgebracht. Okay, das ist schon mal gut. Es geht noch 7 Minuten hier und es wird safe bis zum Ende der Runde so gehen. Ich stehe 3 zu 30 oder sowas. Ich glaube, ich quitte gleich. Ja, vor allem, man weiß halt hier auch nicht, wo man hinlaufen soll, ne? Man hat, es gibt hier keinen Flankwege. Da drüben snipe wieder einer. Die sitzen da die ganze Zeit da oben. Ich weiß nicht mehr, wie man da hinkommt. Der Kollege stirbt hier. Dann traden wir den mal. Wo sind halt die... Ich will hier auch eine Sniper haben. Gib mir auch mal eine Sniper. Okay. Der hat mich safe gesehen. Ja, hat er. Perfekt, Digga. Gleich kommt ein Geschenk vom Himmel. Unter Beschuss. Das Ding ist, hier ist halt alles open, ne? Wir müssen halt irgendwie zum Gegner kommen, aber alles ist hier open. Das heißt, es ist schwierig, da irgendwie trotzdem rüber zu kommen. Ohne irgendwo abgehängt zu werden. Ihr seht ja, dass das immer wieder passiert. Digga, das kann nicht sein. Wir haben uns gegenseitig getötet. Bro, ho, ho. Ne, dafür ist dann irgendwie doch die TTK zu hoch. Für sowas. Für so ein Multiplayer-Erlebnis quasi. Wenn es irgendwie Battle Royale wäre, okay, aber so ist mir das dann doch irgendwie too weird. So, was ist das hier? Oh ja, falsch. Das ist eine Burst jetzt, okay. Das ist eine Burst. Das ist gut. Das ist super. Eine Burst will ich spielen. Yo! Da kommt der Big Baba Bubu oder was? Das bringt auch wieder nichts, Alter. Warum haben meine Team jetzt nicht solche Fahrzeuge? Ich will jetzt halt hier auch nicht irgendwie in der Base campen oder sowas. Hier auch Quatsch. Das ist nichts in der Sache, Digga. Alter, ist das gerade nervig. Ein Verbündeter hat die gegnerische Flagge aufgenommen. Okay, da ist jetzt auch mal so ein Schiff. Nice Lag, danke dir. Nehmen wir mit. Perfekt, und unser Schiff ist direkt auch kaputt. Lieben wir.
Okay. Okay, der Team ist auch tot. Das sieht nicht gesund aus, aber wir nehmen es mal mit, oder? Komm, will jemand fahren? Will jemand fahren? Jawohl, da will jemand fahren. Nachschub aus dem Orbit im Anflug. Okay. Bin ich gestorben jetzt oder ist einfach nur das Auto umgekippt? Ne, das Auto ist umgekippt. Von der Seite komme ich nicht hoch. Unter mir irgendwo. Ich glaube, der ist gestorben, oder? Jetzt ist er gestorben. Der hat die Sniper. Die hätte ich gerne. Die hat aber nur noch zwei Bullets drin. Das ist doch Trash. Das ist doch Trash. Und jetzt ist die Sniper leer. Ich kotze. Nein. Gib mir doch mehr Sniper-Muni. Alter, hätte ich jetzt Spaß am Snipen. Aber ich darf keinen Spaß am Snipen haben. Das ist einfach leer. Gibt's hier irgendwie Muni dafür oder so? Nein. Aufheben Schubdüsen. Was ist das denn? Hä? Nee, das ist nicht so gemeint. Ah. Wait, komme ich dann so teilweise auf sowas hoch? Ah ja, guck mal. Guck mal an. Den nehmen wir auch mit. Hattet ihr hier irgendwie Muni für meine Sniper? Nein, niemand hat Muni für meine Sniper. Gönn doch. Gönn doch, gönn doch, gönn doch. Wieso ist hier nirgends Muni für Sniper? Was ist das hier? Cindershot. Okay, auch irgendeine Dingwaffe. Der Kollege hat den Hammer hier. Auch gut. Schade, dass ich die Sniper halt mit einer Bullet aufgehoben habe. Das war erst halt, ne? Weil sonst eigentlich geil mit Sniper. Sniper fühle ich hier. Diese Energie-Schubdüsen da auch sehr nice. Habe ich auch gefühlt. Ein Verbündeter hat unsere Flagge zurückgebracht. Oh mein Gott, ja, tot. Alter. Junge. Nein. Solar-JBG einfach, wusste nicht. Er hatte sogar richtig wenig Leben, oder? Oder kann man ja richtig weit nach links noch? Ich dachte, das sieht fast so aus wie Out of Map da hinten irgendwie. Hat die Decay schon sehr, 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 sehr hoch halt, ne? Sehr, 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 sehr hoch. Stehen bleiben. Okay, nehmen wir mit. Hinter mir. Oh, schade. Dem hätte ich jetzt gerne einen Turn-On gegeben. Das wäre schön gewesen. Rot leuchtet, kann sie keine neuen Waffen spawnen, bis die zuvor gespawnte Waffe leer ist. Ah ja, okay. Guck mal, wieder was gelernt. Ja, die Sniper würde ich jetzt nochmal fühlen. Game ist auch gleich vorbei. Eine Minute nur noch. Wir führen immer noch mit 1-0. Das heißt eigentlich, ist egal was passiert, Hauptsache die Gegner kriegen keine Flag mehr von uns. Digga, das ist halt auch so dumm wieder, ne? Leute, das ist halt so smart. Boxen und dann direkt einen Schritt zurückgehen, dass der Gegner dich nicht auch boxen kann. Und dann boxen ins Leere und in der Zeit kann er auf dich schießen. Er war so ein Hit, ne? Hätte ich gar nicht versucht zu boxen, hätte ich den Gunfight gewonnen. Einmal aussteigen bitte, jawohl. Und Abfahrt. Komm, wir haben nicht mehr lange, 30 Sekunden, ich würde jetzt gerne noch einen Kill machen. Hier so einen zum Beispiel. Jawohl, so einen. Oder maybe auch so einen. Ja genau, so einen. Oder maybe sogar noch geboxt werden. Auch gut. Hä? Ist der auf unser Fahrzeug aufgestiegen? Ich dachte, der Teammate hat den überfahren. Er war einfach mit drauf dann. Er hat sich einfach mit drauf gesetzt, aber das Game ist jetzt eh vorbei. Wir haben gewonnen, I guess. Wir haben gewonnen. Okay. Auf jeden Fall noch einen Win zum Abschluss abgeholt, wo ich hier dick negativ gegangen bin, ziemlich sicher. Aber scheiß drauf.
Win is Win mit der grauen Blechbüchse. Ganz, 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 ganz komisch. Kleines Mini-Fazit an der Stelle. Ja, bestimmt cooles Game. Aber mich holt es jetzt nicht krass ab, muss ich sagen. Mich holt es jetzt wirklich nicht krass ab. 16 zu 17 gegangen, ja. Erstmal negativ gegangen, beste Leben. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Haut rein. Ciao, ciao. Das war Halo.